Herzlich willkommen zurück zu Ghost Control Incorporated. Das Spiel will ja schon seit längerem, dass ich mir ein neues und schnelleres und besseres und tolleres und überhaupt Auto kaufe. Und das Risiko gehen wir heute ein, denn ich habe genug Geld. Ich denke, ich habe wirklich genug Geld, um noch ein paar Missionen zu versauen, nachdem ich mir mein Auto gekauft habe. Wir kaufen uns, ja, den kleinen Laster mit 3 Sitzen, 105 Meilen Top Speed und 70 Liter im Tank. Okay, warum nicht? Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber Hauptsache, das Spiel geht weiter. Hauptsache, ich kriege neue Ausrüstungsgegenstände. Und natürlich auch neue Geister dann. Uah. Im Auto hat sich jetzt nicht wirklich was verändert. Wir können allerdings mal die ganze Ladefläche vollhauen. Ich will ja das Zeug verkaufen. Ja, wir fahren jetzt verkaufen. Da können wir die Nacht... Oh, Nacht ist schon vorbei. Da können wir den Rest des Morgens für nutzen, bis der nächste Anruf kommt. Da, nimm das, 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 das. Und das da. Ja, wolltest dich verstecken, hä? Ich hab dich aber gesehen. So, dann warten wir jetzt hier eine Weile. Warten eine Weile. Bis ich angeklingelt werde. Komm, klingel mich an. So ist brav. Ich glaube, dass in meinem Fernseher ein Geist ist. Ich bin auf dem Weg. Los. Ah, direkt bei meinem Hauptquartier. Das passt ja gut. Da können wir schnell heimrennen, falls es schief gehen sollte. So, du wirst hier ein bisschen noch die Waffen tauschen. Ja, Stungun bei jedem in die Hand. Stungun ist wichtig. Und los geht's. Mir nach, ich folge euch. Mir nach, ich folge euch. Was? Du verwirrst mich. Hör auf. So, dann schauen wir jetzt ganz kurz natürlich, wo die Geister sind. 2 Stück hier. Okay, das sollten wir hinbekommen. Ja, ich bin guter Dinge. Das ist T-Vec. Okay, T-Vec geht vor. Ah ja, ich muss das auf jeden Fall noch da. Hier die Tür aufmachen und dann Hallo sagen zu einer Feeble Apparition und einem Plagegeist. Ich werde da knallhart reinmarschieren. Ja. T-Vec, du hast im Moment diesen... Schlürfer, okay. Du kannst... Also deine AP sind aufgebraucht. Also ich könnte dich quasi jetzt bis da hinten hinlaufen lassen. In die Ecke. Ja, das gibt Konstitution, warum auch immer. Und dich lasse ich auch hier reinlaufen. Du hast schließlich eine Stungun. Ist jetzt die Frage, ob ich dich hier auf Bewachen stelle. Wahrscheinlich, ja, Danny, oder? Das wäre cool. Stell dir vor, die kommen hier vorbei und du schießt drauf. Und wenn das nicht passiert, dann kannst du nächste Runde reinlaufen. Und nichts ist verloren. So, die Feeble Apparition ist nicht in deinem Sichtfeld. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert. Ah, doch, jetzt schon. Geh da mal näher ran. Ach komm. Das war eine wirklich schwache Darbietung hier. Meine Güte. Du triffst natürlich alles. Ja, du triffst vor allem erstmal das Ding. Die Macht der Liebe. Die Macht der Liebe. Das gibt Hiebe. Das ist keine Liebe hier. So, Gnomenlied. Ich hoffe, du kannst von hier da drauf schießen. Falsch gehofft. Aber du kommst. Ja, ja, wir kriegen das schon hin. Nein! Lass ihn in Ruhe. Nicht den Fernseher. Nicht den Fernseher. Oh mein Gott, du hast nicht gerade den Fernseher. Ja, aber erstmal der da. Das ist unglaublich. Und dich betäuben. Wunderschön, Gnomenlied. Wunderschön, ja. Kann man besser kaum machen. Dann, weiß ich nicht, was Gnomenlied jetzt machen sollte. Mein altes Problem der Wissenschaftlerstärke ist immer noch da. Und zwar, dass meine Wissenschaftler keine haben. Also T-Vec. Oh. Okay. Besser als gar nichts. So, Danny, du kannst schießen. Der Plagegeist ist ja sehr, sehr friedlich. Allerdings, ja, der Plagegeist ist sehr friedlich und wird jetzt... Ach so. Ich habe ja die Betäubungswaffe gar nicht mehr ausgewählt. T-Vec, der muss weg. Nein, was tust du?
inkompetentes Pack. Eieieiei. Ja, warten. In die Falle rein. Falle her, Gnomenlied. Schieß ihn ab. So ist fein. Dann lauf da in die Nähe wenigstens. Und du ziehst ihn jetzt ran. Oder ran. Okay. Gnomenlied. Falle. Danny! Jetzt zeig ich, welche Talente in England verborgen sind. Ja. Ja. Das ist eine Mission, die ich haben will. Mittagsnachrichten. Das ist besonders. Das ist anders. Das kommt sonst nicht vor. Die ermittelnden Behörden, die die Verwüstung im Botanischen Garten untersuchten, haben nun mitgeteilt, dass die Messprotokolle eines Geisterfängerteams, das in unmittelbarer Nähe des Tatorts einige Sensoren aufgestellt hatte, ergaben, dass großflächige pseudoneutrale Störfelder mit großer Sicherheit die Ursache für die Fehlfunktionen eines Mähroboters waren. Dieser hatte die gesetzten elektronischen Sperren ignoriert und war geradeaus in den benachbarten Botanischen Garten gefahren, um dort unter anderem ein Beet mit wertvollen halluzinogenen Pilzen abzumähen. Ein unbeschreiblicher Verlust, vor allem für die Mitarbeiter des Botanischen Gartens, wie ein Sprecher versicherte. Alle Bediensteten waren damals geschockt von der Nachricht und hielten sie zunächst für völlig surreal. Aha. Drogennehmende Akademiker. Im Botanischen Garten, ja. Verkauf Ektoplasma. Eine Trainingseinheit wurde beendet. Na, okay, das war ein bisschen übertrieben, aber ja. Ja, Stromski ist da. So, du hast ein grünes Leibchen an, okay. Was hat Tasman an? Nichts. Tasman ist nackt. So gehört sich das. So kennen wir ihn. So, dann wechseln wir einfach mal hier. Das müssen wir über das Lager machen. Sonst geht's irgendwie nicht. Den Krempel und gucken, wie viel er noch tragen kann. 14 hat er noch Platz. Ja, so, jetzt wird's spannend. Wiegt diese Waffe zufällig 14? Hier, eine von diesen. Ja, die hier wiegt 14. Glückwunsch, Stromski. Du bist im Team. Guck, du hast eine Waffe und alles. Ist das nicht geil? Der wiegt 4, der wiegt 3. Also wir könnten tatsächlich hier nochmal so eine besondere Falle kaufen. Aber damit will ich warten. Ja, damit will ich warten. Also Stromski und Gnomenlied, ihr seid jetzt wieder getauscht. So, bei Gnomenlied. Ja, Gnomenlied ist mein Wissenschaftsgnom. Der wird schön forschen, sobald ich mir eine neue Waffe kaufe. Hallo, ein Freund gab mir ihre Nummer. Da schwirrt ein Kobold herum und macht unseren Restaurantgästen gehörig Angst. Also erstmal glaube ich nicht, dass du einen Freund hast. Und zweitens bin ich auf dem Weg. Ja, fahren wir im Krankenhaus vorbei. Warum Netflix? Ist ja doch was passiert. Nein, es ist nicht. Los geht's. Das tauschen wir. Long Johns Super Accurate Beam ist nicht so wirklich mehr wichtig, nicht? Ich habe ja diesen Superschlürfer hier. Wer hat bloß die Geister rausgelassen? Ja, ich denke, das werden wir am Ende des Spiels erfahren. Hoffe ich mal. Zwei Geister gemessen, okay. Könnte schlimmer sein. T-Bag. Das ist cool. Da ist der erste Geist. Und der zweite folgt zugleich. So, Danny. Dann geh einfach mal da raus und betäub den. Und dann haben wir den eigentlich schon eingesagt, ja. Nein! Du randalierender Randale. Das kannst du doch nicht tun. Nein, Danny. Danny sollte den einfangen. Ja, T-Bag, okay. Ah ja, T-Bag. Weiterlaufen. Sehr unwahrscheinlich. Dann wechseln wir auf Long John's Accurate Beam und schon ist es sehr wahrscheinlich. Okay, also die Waffe hat doch Sinn. Ja. Leg ihm mal eine Falle unter den Popo und dann bleibt da stehen. Und du kommst hierher. Vielleicht auch hierher. Nein. Okay. Und wartest hier. Ah. Nein, nicht zu.
meinem Fernkämpfer. Das war böse. Danny hat die Stungun. Danny hat ihn betäubt. Danny, nimm die Falle wieder. Die sehe ich immer kaum, die Falle. Stromski darf jetzt seine neue Waffe testen. Aha, und T-Vec wird ein bisschen wegrennen. Weil ich habe mir Long Johns Super Accurate Beam gegeben. Und das muss dann halt so. So, und da wir schon dabei sind, also Danny, du kannst im Moment nicht damit schießen. Stromski, du könntest, oder? Nee, auch nicht, aber ist egal. Ist egal. Wir kommen schon klar. Das wird keine schwere Mission, ich habe das im Gefühl. Die Feuergeister sind verdächtigerweise abwesend, als hätte das Spiel mein Klagen gehört. So, du hast keine Lebenspunkte mehr, das heißt, wir werden einfach dich dahin schicken und sagen, saug ihn ein! Ja! Saug ihn ein! So muss das. Ich kam, ich sah, ich siebte. Was haben wir jetzt hier? Besiege den Mopping Monk? Besiege den Mopping Monk! Ich glaub's kaum, ich glaub's kaum. Dieser Prank-Anruf, wir müssen ihn besiegen heute. Hier ist der Fahrdienstleiter der U-Bahn-Station Westminster. Ich bin noch nie schwarz gefahren. Nie. Aber sie rufen bestimmt wegen dem Mönch an. So ist es. Es ist eine durchgehend unglaubwürdige Angelegenheit, wenn sie mich fragen. Da würde ich gerne Vorkasse haben. Ich sehe es mit meinen eigenen Augen. Du hast eine Brille auf. Okay. Wie viel Schatten siehst du in ihrer Brille? Viel. Also gut, wir kommen vorbei. Da ist er, der sieht böse aus. Warte mal. Nein, Krankenhaus. Nein! Okay, so ist gut. Tankstelle? Ja, ich habe Angst. Wir fahren jetzt ganz langsam zum Mopping Monk. Gib Gas! Ich muss den Mopping Monk besiegen. Oh mein Gott. So. U-Bahn habe ich viel Platz, da lasse ich den Long Johns beamen. Und dann geht's los, hä? Huhu, oh, da ist er. 300 Energie! Das ist nicht normal. Da ist noch einer, okay. 300 Energie! Es gibt einfach Sachen, die sind nicht richtig. Okay, Danny? Betäube ihn! Und dann folge ihm. Ja, wir machen jetzt erstmal die kleineren. Auf nach da. Die kleinen müssen weg und dann kommt der große dran. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Das ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch ist das. Nein! Der hat mir wehgetan. Nein! Okay, Stromski. Betäube den Mönch, was nicht funktioniert hat. Oh oh. Betäubung war doch mein Ding, ja? Betäubung war meine Lösung für alle Probleme. Das ist nicht gut. Okay, Danny. Du hast eine Falle mit maximaler Energie 7, der hat Energie 9. Du kannst die Falle aber auch da hinlegen, tatsächlich. Die weg. Und da haben wir einen eingefangen. Okay. Eine ist schon mal weg und dann knall ich die eine drauf. Ja, wir gucken mal, dass der. Wir laufen vor dem Mopping Monk weg. Nein! Au! Lauf vor dem Mopping Monk weg. Der ist böse. Okay, du kannst schießen. Sehr gut. Stromski. Ich brauch dich da. Du kannst dann gleich eine Falle legen. Oh, du kannst jetzt eine Falle legen. Meine Güte, hast du Aktionspunkte.
Nein! Kein Schmutz. Ich hasse dich. Au! Wer hat denn gesagt, dass du schießen sollst? Ich hab gesagt, dass du schießen sollst. Wir können uns nicht von diesem Mönch hier auf der Nase rumtanzen lassen. Weg mit dir. Der lässt sich nicht schieben. Der lässt sich gar nichts. Nein! Warum wird er nicht eingesaugt so langsam? Ah, der hat noch 7 Energie. Gut. Jetzt wird er wohl eingesaugt werden. So, dann lauf weg vor dem Mobbing Monk. Lauf weg vor dem Mobbing Monk. Beim nächsten Schuss könntest du es mal mit Zielen versuchen. Ja, ja, ja. Das wisst ihr irgendwie immer besser. So, Stromski. Ich denke fast, wir sollten das hier so machen. La 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 la. Versteck dich hinter den Sitzen. Und mach Randale. Nein! Das ist gefährlich da, glaube ich. Mit freundlichen Grüßen von Tasman. Ja! Du hast ihn durch die Gegend geschubst. Dennis Waffe kann nicht schubsen. Tja. Ja, renn mal weiter weg. Aber nicht unbedingt in eine Ecke, nee. Nicht unbedingt in eine Ecke, das braucht man nun nicht. Platsch. Au. Okay, ist er jetzt betäubt? Ist jetzt der Mönch betäubt? Also da komme ich irgendwie nicht hinterher. Der macht mich... Ja, aber ich glaube, er ist betäubt. Ich glaube, der Mönch ist betäubt. Ich glaube, der Mönch ist betäubt, weil er hier auf die U-Bahn-Leine gelaufen ist. Sehr unwahrscheinlich, dass ich da treffe. Dann wechsel mal die Waffen. Für nächste Runde. Okay, der Mönch kann anscheinend auch alles Mögliche noch machen. Auf Entfernung. Sehr unwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Gut. Und dann stelle ich da hin. Keine Ahnung. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, was ich hier tue. Hilfe. Ja. Hilfe. Geh nach hier. Und baller ihm eine drauf. Sehr gut. Oh weia, alles voller Geister. Komm, oder? Ja, also dieses Betäubungszeug, das funktioniert bei dem ja gar nicht. Mit freundlichen Grüßen von Tasman. Aber... Lecta, du Hologramm. Vielleicht kann ich ihn ja so in die Ecke drängen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich hier hinstellen sollte oder vielleicht doch dahin. Ist auch Wurst. Der Geist macht sowieso sauber und sauber und sauber und sauber. Nein! Okay, wäre ich doch mal weggerannt. So wie jetzt. Gib Stoff, Danny, mein Dreamboy. Wir dürfen dich nicht verlieren, du bist mein ältester Kamerad. Ja, Tatsache. So, Stromski, ich würde ja gerne nach da rennen, weil das irgendwie cool und antizyklisch und bla bla bla. Lauf weg. Ist. Mopping Monk. Mopping Monk. Mopping Monk. Der hat, ja, der hat Probleme wahrscheinlich, so wie Monk. Sauber machen, sauber machen, sauber machen. Nein! Wenn du mich abmurkst, steige ich dir als Geist nach. Ja, Stromski, sehr gut. Lauf weg. Stromski, ich würde sogar sagen, du solltest... Also, der ist sehr mobil. Der hat eine Bewegung von 9. Das ist extrem. Nicht im Sichtfeld, das ist schade. Das wird sich aber bald ändern, denke ich. Ja, wir laufen jetzt einfach mal. Stromski, bist da. Danny, bis hier. Danny,
bis hier. Die Steuerung ist ein bisschen blöd. Aber jetzt schauen wir mal, ob er jemanden angreifen kann. Ja, sehr gut. Nochmal, schieß nochmal, komm. Oh. Nochmal. Nicht im Sichtfeld. Sehr unwahrscheinlich. Das ist doch ein Risiko, das gehe ich gerne ein. So, die weg. Schieb ihn hinter den Automaten. Und Stromski, du rennst jetzt wieder auf die andere Seite. Ja, ja, wir machen das jetzt hier so hin und her und hin und her und hin und her. Auf dass er keine Chance hat, uns jemals zu fangen. Und T-Bag ignoriert er ja, anscheinend. Nein, hör auf zu putzen. Putzen ist böse. Putzen ist des Teufels. Nein. Das war knapp. Okay, T-Bag. Du hast ihn wieder nicht im Sichtfeld. Danny, lauf weg. Stromski. Ja, ja, komm. Wir laufen. Wir laufen in die gleiche Richtung wie Danny. Das kann ja nur in die Hose gehen eigentlich. Aber mal schauen. Ja, doch, das geht in die Hose. Ich bin zu nah. Ich bin zu nah. Danny ist... Ach so, Danny kann hier hinten sogar noch was machen. Theoretisch. Das kann er machen. Und du wirst... dich hier hinstellen und ihn abknallen. Ja, genau. Nein. Böse. Böse, böse, böse. So. Ach so, ich kann ja diese Felder kann ich ja benutzen, um vor ihm zu entkommen, fällt mir gerade auf. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Nein. Nach hier. Okay. Ich muss also auch die richtige Richtung quasi erwischen, damit ich hier lang glitsche. Okay. Ich verstehe ja. Du verwachst. Ich muss diese Felder einfach benutzen, um vor ihm wegzurennen. Wie ist denn das jetzt mit Danny hier? Wer ist denn Danny überhaupt? Danny, habe ich dich ausgewählt. Du bist ja da oben. Nein, du bist der hier. Stromski. Stromski muss noch weg. Machen wir auch so. Und dann laufen wir nach hier. Und Danny läuft nach hier. Pause. Betäubt. Wunderbar. Okay, Danny. T-Bag? Guck mal, ob du den triffst. Sehr unwahrscheinlich. Und das bei T-Bag, das heißt was. Ja. T-Bag trifft sonst immer relativ sicher. Nein! Au. Okay, Danny Dreamboy. Ich bin super stolz auf dich, Danny. Aber du musst jetzt mal in die Ecke gehen. Nimm das, Froschgesicht. T-Vec kann ein bisschen tanken, das ist kein Problem für ihn. Aber es ist ein bisschen schade, dass meine allergrößte Waffe quasi, nämlich der Stun, dass der nicht mehr so viel Sinn macht, weil ich, ihn nicht stunnen kann. So, der greift T-Bag an, das ist voll okay. Dafür ist T-Bag da. Aber sag das nicht T-Bag. Sag das bloß nicht T-Bag. So. Danny, du kannst nicht schießen von hier, okay. Sehr unwahrscheinlich. Warum bist du überhaupt im Team, ne? Das Ziel ist zu nah. Ja, ich hoffe, der folgt mir. Hoffe ich das wirklich? Ich weiß nicht. Ich will halt niemanden verlieren. Nein! Stromski. Lauf weg. Nein!
Nein, 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 nein. Immer noch unwahrscheinlich, aber getroffen. Ich brauche jetzt Schaden. Richtig, richtig Schaden nochmal irgendwo her. Oh Gott, nein. Okay, das war's für... Das war's für Stromsky. Stromsky, du Verräter. Du Feigling. Du feige Socke. Gute Hilfe ist wirklich schwer zu finden heutzutage. Ja. So, Danny. Ja. Du bist eher ein Nahkämpfer. Ich weiß. Das Problem ist ja... Okay, gut. Gut, gut, gut. Danny? Wir müssen es probieren. Mal mit Zielen versuchen. Schäm dich, du Schleimer. Ab in die Ecke. Ich muss T-Vec ein bisschen tanken lassen. Okay, T-Vec hat das gut gemacht. T-Vec ist nämlich noch am Leben. Keine Ahnung wie. Aber ja, T-Vec ist am Leben. So, wenn ich jetzt... Wie schlitter ich denn am besten weg vor dem Kerl? Gar nicht im Moment. Lauf einfach mal ein bisschen weg, weil ich kann noch hier und dann noch da und das ist... Bringt auch nicht viel, machen wir lieber so. Oh oh. Lauf noch? Nein, okay. Okay, okay, das war's. Das war's, Danny ist tot. Danny ist tot, das heißt, wir haben jetzt nur noch den T-Vec mit seiner einen Falle. Oh mein Gott, 5 Energie. Das heißt, ich muss 38, 6 mal, 7 mal drauf schießen noch. Das heißt, 4 Runden muss ich nur schießen können. Was der Kerl nicht zulassen wird, wie ich gerade merke. Ja. Vor allem nicht, wenn ich immer wegrennen muss. Weil meine Waffe ja im Nahkampf nicht funktioniert. Oh mein Gott, der macht mich schneller tot als ich ihn. Der macht mich schneller tot als ich ihn. Und es ist ziemlich egal, was ich tue. Wenn ich jetzt hier lang schlittere, dann schubst er mich weg. Ich laufe einfach mal weg. Mal schauen. Vielleicht verliert er ja das Interesse an mir. Scheint erstmal nicht so zu sein. Lass mich kurz drüber nachdenken. Also ich muss auf jeden Fall irgendwie Zeit schinden. Wenn ich jetzt direkt hier zurückrenne, dann wird er abkürzen. Also ich darf eigentlich nicht... Kann ich auf dich schießen? Nein. Ich darf eigentlich nicht, was darf ich denn nicht? Ich darf nicht nach hier laufen. Ich will nach hier laufen, das ist aber doof. Weil ich habe mit meinem T-Vec 6 Bewegungspunkte. Das heißt, ich muss die Teile hier ausnutzen. Irgendwie. Wir gucken mal, ob ich die Teile ausnutzen kann. Irgendwie. Indem ich jetzt zum Beispiel hier hingehe. Schlupp. Hier hingehe. Und hier hingehe. Schlupp. Und dann könnte ich hier rüber gehen. Schlupp. Und dann stelle ich mich vielleicht hier hin. Oder sogar hier hin. Mal schauen, mal schauen. Der Kerl kommt jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Das habe ich geplant. Er erreicht mich aber nicht. Und jetzt ist leider hier diese tolle Linie verschwunden. Das heißt, ich laufe hier hin und schwupp mich nach da. Schwupp. So. Jetzt könnte ich einen Schuss draufholzen. Ich könnte aber auch nochmal einen Schritt nach da gehen. Schwupp. Und jetzt einen Schuss draufholzen. Das war ein Manöver. Ich sag's dir. Das war ein Manöver, ein ganz besonderes Manöver. Denn es hat irgendwie funktioniert. Schwupp nach hier.
und gib ihm. Das muss jetzt einfach sein. Schmutz, 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 Schmutz. Nein. Okay. Wenn er wegschwuppen würde über seine Felder, was ist da jetzt gerade passiert? Alles kaputt. Hat aber Spaß gemacht. Was? Ist die Mission vorbei? Haben wir verloren. Hallo? Was heißt hier alles kaputt? Hat aber Spaß gemacht. Was soll das heißen? Und warum kann ich nichts tun? Ach, guck mal einer an. Besiege den Mobbing-Mob. Mob wäre das Letzte gewesen, was ich tun muss in Phase 3. Tja. Ich bin gerade überfragt. Hier gibt's was mit Dinosauriern. Wo war der Dinosaurier? Da. Naja, ich habe gerade keine Ahnung, warum das Spiel nicht vorbei ist. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann nichts mehr tun. Ich denke, da muss ich ein Savegame laden. Ja, aber wir wissen ja jetzt, was der Mobbing-Mob kann. Und das heißt, ich werde diese Stun-Guns werde ich gar nicht mehr brauchen, so richtig. Aber ich weiß natürlich nicht, ob mir das hilft. Ja, das hilft mir eher nicht, aber ich kann vielleicht mehr von diesen Pfützen ausnutzen am Anfang. Nächstes Mal. Aber ich denke, ich muss jetzt einfach rausgehen und das den Spielstand laden, weil speichern kann ich hier nicht und raus komme ich hier auch nicht mehr. Ich nehme mal an, weil er betäubt ist, geht's nicht weiter. Wahrscheinlich. Und weil er jede Runde wieder betäubt wird beim Fliehen. Aber schade. Vielen Dank fürs Zuschauen und nächstes Mal holen wir uns dann bestimmt den Mobbing-Mob. Und wenn nicht nächstes Mal, dann übernächstes Mal. Werden wir sehen. Bis dann.